Diese Predigt über den eben gelesenen Predigttext habe ich überschrieben mit Entspannung für Mitarbeiter. Denn ich glaube, man kann diesen Text aus der Perspektive lesen, was bedeutet er eigentlich für christliche Mitarbeiter, ehrenamtliche, hauptamtliche, ganz egal. Und es ist auch insofern egal, als dass vom neutestamentlichen Denken her es gar nicht diese Unterscheidung gibt in nicht mitarbeitende Christen und mitarbeitende Christen, sondern eigentlich ist es so gedacht, jeder Christ ist ein Mitarbeiter. Christsein geht gar nicht, ohne dass ich von Jesus mit Beschlag belegt bin, dass er mir Aufgaben zeigt, dass ich mittue dabei, das Evangelium auszubreiten. Christsein bedeutet, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Und ich denke nun gerade an einen, den wir, glaube ich, fast alle mal in irgendeiner Position als christlichen Mitarbeiter kennengelernt haben. Ich erinnere mich daran, wir hatten hier einen Gottesdienst, da hat er zunächst die Bibel reingetragen, hier am Anfang des Gottesdienstes, dann hat er die Lesung gehalten. Er war übrigens auch für die Musik zuständig, er hat ja vorne Klavier gespielt. Und dann hat er in der Abkündigung noch einen Hinweis gebracht auf die Mahnwache für verfolgte Christen am Mönckebrunnen. Und gegen Ende war er dann auch noch einer derjenigen, die das Fürbittengebet mitgesprochen haben. Und ich habe ihn, glaube ich, damals in dem Gottesdienst als Ein-Mann-Armee Gottes bezeichnet oder so als Multitool, den Gott an ganz verschiedenen Enden einsetzen kann. Vielleicht ahnen Sie schon, von wem ich rede. Und den möchte ich jetzt mal interviewen. Thomas, komm doch mal hier nach vorne. Thomas, Thema heute Entspannung für Mitarbeiter, Mitarbeit in der christlichen Gemeinde. Hallo Barbara, herzlich willkommen. Coole Mütze. Ich habe dich kennengelernt von Anfang an als jemanden, der mit ganz viel Energie und Zuverlässigkeit und Begeisterung mitgearbeitet hat. Was ist deine Motivation dafür, mitzuarbeiten im Reich Gottes? Es gibt ein Wort, das heißt, gerettet sein gibt Retter Sinn. Und für mich ist es ein großes Anliegen, dass Menschen zu Jesus Christus finden, dass sie für die Ewigkeit gerettet werden. Und nicht nur das, dass sie, auch wenn sie an Jesus Christus glauben, einen Weg mit Jesus Christus beginnen, auch dabei bleiben und auch im Glauben gefördert werden. Und das ist für mich einfach eine wichtige Sache. Und für mich ist es auch so, dass diese Aufgabe, auch Menschen zu helfen, in irgendeiner Weise daran zu beteiligt zu sein, dass sie zu Jesus kommen und das zu unterstützen, wo andere es auch tun, dass das eine sinnvolle Aufgabe ist, die Sinn gibt. Nichts gibt mehr Sinn als diese Aufgabe, weil das ist für die Ewigkeit, das bleibt ewig. Da wird Gott auch einmal sagen, hierfür belohne ich dich, was du getan hast. Alles andere, was wir tun hier auf der Erde, ist nur für diese Erde. Wenn wir sterben, ist das irgendwo hinüber. Keiner fragt mehr danach. Aber das ist für die Ewigkeit und Gott wird uns eine Belohnung geben und ich glaube, das ist genug Grund, das zu tun. Thomas, nun gab es ja eine Krise in deinem Leben. Nochmal kurz in die Zeit vor dieser Krise. Kannst du mal spaßeshalber aufzählen, was du zu dem Zeitpunkt alles am Laufen hattest, was du da alles gemacht hast? Ja, ich habe natürlich in der Gemeinde einiges gemacht, Kirchenvorstand in Kurweich und ich weiß nicht was noch alles. Und ich hatte zu der Zeit eine Teilzeitarbeit angefangen. Das heißt, ich habe da nur noch 3 Wochen in der Bank gearbeitet und habe die verbleibende Woche dann dafür Gott zur Verfügung gestellt, indem ich dann in die Nähe von Frankfurt runtergefahren bin und dann die Woche im Büro einer Missionsgesellschaft geholfen habe. Ganz schön viel. Und dann kam die Krise. Was war da los bei dir?
Ja, ich habe diese Krise gar nicht kommen sehen und gar nicht kommen gemerkt, als ich dann, das war im Jahre 2007, dann wieder mal nach Frankfurt fuhr, da in die Nähe von Frankfurt, merkte auf einmal, irgendwas ist anders und ich hatte irgendwo auch keine Kraft oder ich dachte, die ganzen kommenden Termine, das schaffst du alles nicht. Und es stellte sich dann heraus, das war ein Burnout. Zum Glück nur ein leichter Burnout. Ich war dann 6 Wochen krankgeschrieben und konnte dann danach langsam wieder einsteigen in die Arbeit. Und es hat sich zum Glück nichts negativ geblieben. Aber es zeigt, dass ein Burnout, oder wenn man zu viel macht und vielleicht auch nicht das macht, was Gott will, dass man dann in so eine Position kommen kann. Man merkt es gar nicht und auf einmal ist es da und es kann manchmal ganz böse ausgehen, wenn man da nicht aufpasst. Nun hat sich ja seitdem einiges in deinem Leben geändert. Du hast geheiratet, du hast einen Sohn bekommen und ich habe mal gedacht, vielleicht war das Burnout sogar nötig, damit du heiratsfähig wirst. Kannst du mal so sagen, du bist da ja so an deine Grenzen gestoßen mit dem, wie du davor gelebt hast. Was hast du daraus gelernt oder was machst du heute anders? Ich glaube, ich bin immer noch am Lernen. Also ich habe damals natürlich bewusst gesagt, jetzt muss ich Aufgaben abgeben. Ich hatte zu viele Termine in der Woche und habe dann auch zum Beispiel den Chor aufgegeben und habe eben gesehen, dass ich Dinge reduziere. Aber es ist immer noch eine Sache, wo man auch, glaube ich, immer wieder dran sein muss. Es kann immer wieder vorkommen, dass man hier und da gefragt wird, machst du das, mach mal das, und man steigt in andere Aufgaben ein, und auf einmal hat man wieder die Woche voll von Terminen. Und für mich ist es das Wichtige, dass die Beziehung zu Jesus das Erste ist, dann kommt auch die Familie, Frau und Kinder, und erst dann kommt der Dienst für Jesus. Und wenn man diese Reihenfolge vergisst, dann kann man leicht in Aktivitäten, Aktivismus kommen, was aber letztendlich einem selber schaden kann. Deswegen ist für mich das Wichtigste auch die Beziehung zu Gott und da bin ich auch weiter dran und versuche es weiter, da auch noch viel mehr irgendwo Priorität drauf zu legen und das hinzubekommen. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Ich müsste jetzt eigentlich gar nicht mehr predigen, hat schon alles gesagt, aber ich sage es nochmal mit anderen Worten. Die Verse 1 und 2, ich lese sie uns nochmal kurz. Die Lampe ist ausgegangen, egal, dann muss ich mit meinem Heiligenschein hier arbeiten. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern das einer treu befunden werde. Entspannung für Mitarbeiter. Wir sollen nur Diener sein. Keiner verlangt von uns, dass wir den ganzen Laden schmeißen. Unsere Aufgabe ist es, Diener zu sein. Um mehr geht es nicht. Der König von Preußen, Friedrich der Große, genannt der alte Fritz, der hat ganz viel von diesem Denken verstanden, als er sich selbst den ersten Diener des Staates nannte. Wenn wir Mitarbeiter Christi sind, egal in welcher Position wir in einer möglichen Hierarchie sind, wir sind Diener und bleiben Diener. Mehr können wir nicht werden und mehr brauchen wir auch nicht werden. Was gibt es Schöneres, als Diener Jesu Christi zu sein? Dann ist hier die Rede von Verwaltern. Wir brauchen nur Verwalter zu sein. Es geht nicht darum, dass wir uns ein Bein ausreißen. Es geht nicht darum, dass wir uns kaputt machen, sondern wir sollen lediglich Verwalter dessen sein, was Gott uns anvertraut hat. In den
verschiedenen Gebieten unseres Lebens. Ich fand diese Reihenfolge, die Thomas da eben aufgezählt hat. Das Erste, das Wichtigste ist unsere Beziehung, unsere Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Das Zweitwichtigste ist unsere Familie. Das Drittwichtigste ist dann der Dienst für Jesus und irgendwo auch der Beruf, je nachdem, wie wir da verortet sind beruflich. Diese verschiedenen Bereiche unseres Lebens, für die wir Verantwortung tragen, für die haben wir bestimmte Gaben. Und wir sollen mithilfe dieser Gaben, die Gott uns gegeben hat, in diesen Bereichen tätig sein. Wir sollen verwalten, mehr nicht und mit nichts mehr als mit den Gaben, die Gott uns ja anvertraut hat. Keiner muss etwas tun, zu dem er nicht begabt ist. Wie beruhigend, wie entspannend. Es geht um die Geheimnisse Gottes, davon ist hier die Rede. Es geht nur, sage ich nochmal erneut, um das Geheimnis Gottes. Wir müssen das Evangelium nicht neu erfinden. Das Geheimnis Gottes ist ja etwas, das, und das ist das Faszinierende, was es auszeichnet, dass Gott nicht geheim halten will, sondern das Geheimnis Gottes ist das Evangelium, ist, dass Jesus der Weg ist zu Gott, ist, dass Jesus die Tür aufgestoßen hat, damit jeder Gott finden kann. Die allerwenigsten wissen das oder haben es mit dem Herzen begriffen, aber dennoch ist dieses Geheimnis offenbart worden. Es steht in diesem Buch. Und um dieses Geheimnis und darum dieses Geheimnis Menschen zugänglich zu machen und zu offenbaren, geht es in den verschiedensten Formen der Mitarbeit. Immer darum, nie um etwas, das wir selber neu erfunden haben, bei dem wir uns verkrampft haben, um endlich mal etwas Neues zu bringen, sondern es geht immer nur um die gute alte Botschaft von der Liebe Gottes, die in Jesus erfahrbar ist. Nicht mehr und nicht weniger, aber genau das reicht ja auch. Und wir sollen treu sein, nur treu. Und das heißt, das hat Thomas ja eben auch gesagt, in der Verbindung mit Jesus zu bleiben in all dem. Das ist das Entscheidende. Das ist wichtiger als alles, was wir für ihn tun können oder für andere Menschen. In dieser Beziehung treu zu bleiben, ist die absolute Priorität. Jesus hat mal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da, wo wir anfangen, darüber hinaus etwas tun zu wollen, aus unserem eigenen zu schöpfen, Kraft einzusetzen, die wir nicht von ihm haben, da fangen wir an, uns selbst zu schaden, weil wir über unsere Grenzen gehen. Und da fangen wir auch an, unserem Werk zu schaden. Denn das wird immer etwas Verkrampftes, etwas Eitles haben, da, wo wir über das hinausgehen, was Gott uns gegeben hat. Verse 3 und 4. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selber nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Mitarbeit nur wegen Gott. Nicht für andere. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist es, wenn Sie irgendwo mitgearbeitet haben, im Gottesdienst, beim Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwo, und keiner der Pastoren sagt Ihnen Dankeschön dafür. Dann ist es so aus meiner Sicht als Pastor,
dann habe ich irgendwas übersehen oder nicht bedacht. Weil ich finde es gut, wenn man Dankeschön dafür sagt. Aber aus der Perspektive dessen, dem da nicht gedankt worden ist, ist das nochmal anders. Wenn Sie merken, mir ist da nicht gedankt worden und es tut Ihnen weh, dann müssen Sie sich die kritische Frage gefallen lassen, nicht von mir, aber vielleicht von Gott. Warum hast du das denn eigentlich gemacht? Wegen des Pastors? Oder wegen der anderen Leute? Oder für mich? Fragt Gott sie. Und dieser Schmerz, den Sie vielleicht empfunden haben, als Ihnen da nicht gedankt wurde, von hier vorne oder so, kann für Sie ein Hinweis sein, hey, ich bin da vielleicht ein bisschen falsch gepolt an der Stelle und da muss ich was ändern. Und ich muss gucken, dass meine Motivation wirklich die ist, dass ich das tun möchte, was Gott will. Und das dann zu tun, das reicht schon. Da muss mir nicht noch irgendjemand Dankeschön für sagen, weil ich weiß, ich habe das Richtige getan und Gott findet das gut. Manchmal hängt auch unser Selbstwertgefühl zu stark in dem, was wir tun, zu stark in unserer Mitarbeit. Und wir merken, dass an dem Schmerz, den wir empfinden, wenn wir das plötzlich nicht mehr tun sollen oder wenn wir gar merken, ich kann das nicht mehr so gut wie vielleicht früher, dann merke ich, ich habe das eigentlich nicht nur für Gott getan, sondern auch, damit ich mich wertvoll fühle. Das zu merken, ist auch ein wichtiger Punkt, um zu sehen, dass ich mich da anders verorte und sage, okay, ich habe das bis hier gerne gemacht, aber wenn jetzt eine andere Zeit ist und andere Aufgaben auf mich zukommen, die vielleicht auch nicht so gewertschätzt sind wie die ersten, dann kann ich das auch tun, denn ich mache es ja für Gott und nicht für meinen Selbstwert. Den habe ich ja ohnehin, weil ich ein geliebtes Kind Gottes bin und da kann man nicht noch einen draufsetzen. Ich habe das mal erlebt, vor vielen Jahren in einem Team in der Jugendarbeit. Da war es so, da gab es zunächst in diesem Team eigentlich nur einen richtigen Mitarbeiter. Und die Jugendarbeit, die war ganz ordentlich. Und dann kam ein zweiter Mitarbeiter dazu. Und der war total super aktiv. Der hat ganz neue Ideen gehabt, kreative Sachen. Und plötzlich kamen viel mehr Jugendliche dazu. Und er war begeistert und alle waren begeistert, denn sowas ist ja richtig klasse. Und die Jugendarbeit wurde also größer und es kam der Gedanke, eigentlich braucht dieses Team jemanden, der es leitet. Seit einiger Zeit war noch ein dritter Mitarbeiter dabei und dann haben diejenigen, die verantwortlich dafür waren, zu überlegen, wer leitet das Team, die Entscheidung getroffen, dass nicht dieser eine, der so aktiv war und der so viel neue Ideen hatte, die Leitung übernehmen sollte, sondern dieser Dritte, der seit einiger Zeit auch dabei war. Und das war letztlich die richtige Entscheidung, weil dieser mega kreative, dynamische, losspurtende, der war dafür genau super. Aber der Schwerpunkt seiner Begabung war nicht die Übersicht zu haben und so ein Team zu führen. Und plötzlich war dieser dynamische Kreative in einer tiefen Krise. Denn er hatte sich bisher als denjenigen gesehen, der im Grunde der Motor der Jugendarbeit war, der Kopf des Ganzen. Und das war ganz viel und ganz wichtig für sein Selbstwertgefühl, für sein Selbstbewusstsein. Und er war geistlich genug, um sich zu hinterfragen, was passiert hier eigentlich? Warum kann ich es nicht ertragen, wenn jetzt jemand anders die Leitung übernimmt?
Obwohl, wenn ich ehrlich bin, ich eigentlich zugeben müsste, der kann es besser als ich. Und er hat sich selber diese Fragen gestellt und ist dazu gekommen, hey, da habe ich bisher ein bisschen schief gelegen und das möchte ich demnächst anders machen. Und ich möchte mich neu verstehen als jemand, der seine Arbeit für Gott macht und dem es reicht, ein Diener Christi zu sein. Und das, was ich mache und kann, das möchte ich mit voller Wucht und so gut, wie ich es irgend kann, machen. Hut ab dafür, dass er das gesehen hat und dass er diese Kurve gekriegt hat. Und soweit ich höre, aus der Entfernung mittlerweile, das Team funktioniert wunderbar und jeder tut die Aufgabe, die er als von Gott für ihn vorgesehen sieht. Vers 5. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Auf die Mitarbeit ausgelegt, verstehe ich diesen Vers so. Das, was wir tun für Gott, das bringt Frucht hervor. Thomas hat das vorhin so schön formuliert, wenn ich im Reich Gottes mitarbeite, wenn ich in der Gemeinde aktiv bin, dann führt das immer auch dazu, dass Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit, dass Menschenleben gerettet werden und was Höheres und Wichtigeres kann es ja gar nicht geben. Und manchmal sieht man das und kann sich daran freuen, kann sich freuen an den Früchten seiner Arbeit und manchmal sieht man das lange, lange Zeit nicht und diese Arbeit ist trotzdem genauso wichtig. Ich war vor 1,5 Wochen in Berlin, 20-jähriges Jubiläum der Arche Deutschland, mittlerweile auch Schweiz und Polen. Großartige Veranstaltung. Im Zentrum auch Bernd Sigelko, der Erfinder und Gründer und Leiter der Arche, der immer wieder geehrt wurde, in den Grußworten angesprochen wurde. Ich saß neben Petra Pau. Kennen Sie Petra Pau? Von den Linken. Jetzt Bundestagsvizepräsidentin. Ich hatte mich neben sie gesetzt, weil ich dachte, das Gesicht kommt ihr irgendwie bekannt vor. Und dann fiel mir erst ein, wer sie ist. Und dann habe ich noch schnell ein Selfie mit ihr gemacht. So, 20 Jahre Arche, das Lebenswerk von Bernd Sigelko. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann hat er wirklich im Leben von Tausenden von Kindern etwas Gutes bewirkt. Von ganz, ganz krassen, richtigen Lebensrettungsaktionen bis hin dazu, dass ein Kind bessere Noten bekommen hat und, und. Also ein Leben mit einer ganz starken Wirkung. Und wenn man in dieses Leben hineinguckt, dann sieht man Frucht des Glaubens. Ich hatte vor knapp 10 Jahren eine interessante Begegnung. Ich traf das erste Mal Majorin Christine Schollmeier von der Heilsarmee. Die ist übrigens in diesem Jahr gestorben, am 7. September mit 67 Jahren. Und in ihren letzten Willen, da fand man den Satz, wenn ihr dies lest, sollt ihr wissen, ich bin bei Gott und es geht mir besser. Ein guter Satz. Ich traf also Christine Schollmeier damals vor knapp 10 Jahren. Da hatte das hier gerade angefangen mit der Arche. Und ich saß zufällig neben ihr und sie sagte zu mir, ich bin Christine Schollmeier von der Heilsarmee. Und ich sag mal eins, wenn das nicht klappen sollte im Himmel,
dass wir alleine durch Gnade gerettet werden. Sie merken, das ist ein Witz, weil natürlich werden wir allein aus der Gnade Gottes gerettet. Sie sagte also, wenn es doch nicht klappen sollte und es irgendwie noch auf Werke ankommt, dann werde ich sagen, dass Bernd Sigelko durch mich zum Glauben gekommen ist. Das Licht geht in diesem Moment wieder an. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und sie sagte, er war wirklich schwierig damals. Ich weiß noch, einmal hat er den Schlüssel zurückgegeben, er wollte nicht mehr mitarbeiten und dann habe ich ihm gut zugeredet und dann hat er irgendwie wieder getan und so. Das war wirklich ein schwieriger Kerl damals mit 17. Und ich erzähle Ihnen das deshalb, weil bei dem einen ist es so offensichtlich, wie viel Frucht da ist im Leben. Und dass diese Christine Schollmeier sich damals vor gut 30 Jahren in das Leben dieses schwierigen jungen Mannes investiert hat, davon hat sie erstmal gar nichts gesehen von der Frucht, sondern er blieb schwierig und nervig. Und erst viel, viel später hat sich das ausgewirkt. Das ist übrigens so ein Prinzip bei Kinderarbeit. Wer in der Kinderarbeit mitmacht, macht im Grunde den wichtigsten Dienst überhaupt. Weil wenn ein Leben eines Kindes sich mit 10 Jahren verändert, dann hat es durchschnittlich noch 70, 80 Jahre, um für Gott zu leben. Wenn einer mit 50 zum Glauben kommt, ist das schon viel weniger. Also Kinderarbeit lohnt sich am meisten. Aber sie hat oft das Problem, man arbeitet mit Kindern und dann sind die erstmal wieder weg. Die ziehen woanders hin oder die machen den Sprung nicht in die Jugendarbeit und, und. Aber man hat festgestellt, dass von Leuten, die als Erwachsene durch Glaubenskurse oder Evangelisationen zum Glauben kommen, die allermeiste Zahl in einer frommen Kinderarbeit war. Das heißt, wer eine Kinderarbeit, die von lebendigen Christen durchgeführt worden ist, genossen hat, der hat eine ganz andere Nähe zum Evangelium, die dann später von anderen sozusagen geerntet werden kann. Nochmal, manchmal sieht man die Früchte sofort, manchmal viel, viel später und bei manchen Dingen werden wir wahrscheinlich erst im Himmel erfahren, was sie wirklich bewirkt haben. Mein letzter Punkt, ganz kurz. Nur Lob wird es für die Mitarbeit geben. Nur Lob. Wir arbeiten nicht mit, um gerettet zu werden. Nochmal zu dem Witz von Christine Schollmeier. Sondern unsere Rettung liegt darin begründet, dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir ihm unser Leben anvertraut haben und sein Geschenk angenommen haben, dass wir glauben. Mitarbeit trägt nicht dazu bei, dass wir gerettet werden. Aber Mitarbeit ist das, was Gott von uns möchte und ist überaus befriedigend. Was kann es Schöneres geben, als ein Mitarbeiter Gottes zu sein? Und dafür werden wir einmal gelobt werden. Freuen Sie sich auf den Tag, an dem Sie gelobt werden von Gott für das, was Sie im Reich Gottes mitgetan haben. Das ist eine Aussicht. Lob von Gott. Es gibt nichts Größeres, das ein Mensch in dieser Welt sein kann, als ein Mitarbeiter Gottes. Amen.